Herzlich willkommen in der Sport-News-Redaktion. Das sind die Themen, mit denen wir uns am heutigen Dienstag beschäftigen. Für Hanna Schnarf endete die gestrige Superkombination im Krankenhaus. Die 30-jährige Olangerin kam beim Einfahren für den Slalom zu Sturz und musste anschließend untersucht werden. Doch es gab kurz darauf bereits Entwarnung und nun befindet sich Hanna Schnarf bereits auf dem Heimweg zurück nach Südtirol. Den Sieg in der Superkombination, den holte sich Dina Maze. Die Slowenin setzte sich vor den beiden Österreicherinnen Niki Hosp und Michaela Kirchgasser durch. Heute Abend wird die WM mit dem Team-Event fortgesetzt und dort ist mit Manuela Mölk eine weitere heimische Skifahrerin am Start. Karin Knapp trifft heute Mittag in der ersten Runde des WTA-Turniers von Antwerpen auf die deutsche Annika Beck. Wie diese Partie geendet ist, erfahren Sie auf unserem Portal www.sportnews.bz. Über die Oberliga haben wir gestern sehr ausführlich berichtet. Doch dieses Tor von Christian Avancini, es war der Siegtreffer für Eppan gegen den Bozener FC, wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. Nach der internationalen Länderspielwoche nehmen die verschiedenen Eishockeymeisterschaften den Ligabetrieb wieder auf. In der Ebel trifft der HCB Südtirol am ersten Spieltag der Qualifikationsrunde heute Abend ab 19.45 Uhr auf Laibach. In der Serie A steht heute hingegen der 15. und somit vorletzte Spieltag der Zwischenrunde auf dem Programm. Das brisanteste Match ist sicherlich jenes in der Master Round zwischen dem HC Pustertal und den Rittnerburgen. Die Wölfe möchten ihre kleine Chance auf den ersten Platz wahren. In der Playoff-Runde stehen sich hingegen Sterzing und Eppan in einem Lokalderby gegenüber. Alle Spiele beginnen um 20.30 Uhr. Ja, das war's auch schon wieder von uns hier aus der Sportnews-Redaktion. Wir wünschen Ihnen einen schönen, erfolgreichen Tag und sehen uns hoffentlich morgen wieder.